Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir versuchen mal. Oh, wir haben irgendwas geschafft. Calcio A-Torschütze, sehr schön. Gemischte Verträge-Set. Gold-Set wären wir lieber, aber okay. Oh, mindestens eins Gold, dann bitteschön. Ja, sehr gut. Ich hatte Angst, dass es Manager-Verträge sind. Aber Manager-Verträge bekommt man irgendwie selten aus solchen Packs. Vielleicht gibt es die auch noch nicht drin. Geschenkset Silber, ach so, ein kleines, ah, verdammt. Da ist eh nur Schrott drin. Außer vielleicht mal ein Vertrag und ein Spieler wahrscheinlich, ja, ist eigentlich immer so. Hm, 700, vielleicht bekommen wir ihn für 600 los. Nach irgendeiner Wochenaufgabe 10 Spiele. Pirlo Party bereitet diese Woche 3 Tore per hohem Steilpass vor, dann bekommt man 82er Pirlo. Alter, da ist super langsam. So geil ist er wahrscheinlich nicht. 3 Online-Einzelpartien spiele diese Woche. Okay, Vorlagenspaß. Legst du gerade in Footloose, absolviere 20 Spiele und halt einsetzt mit einem Leihspieler. Mit einem Leihspieler? 81 bis 85 Gesamtwertung. Was ist denn das für ein Re Was ist denn das für ein Dreck? Legst du gerade mit Foot los, absolviere 30 Spiele und erhalte ein Set einem Leihspieler. Was? Hä? Scheiß Leihspieler für 30 Spiele? Was ist denn los mit euch? Zuverlässiges Kaufe mindestens 4 Mittelfeldspieler. Aha. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? 10 Spiele, absolviere und erhalte ein Premium Gold Set. Krass, man bekommt bei 10 Spielen ein Premium Gold Set. Okay, ist auch untauschbar. Aber dann, wenn man mehr Spiele macht, bekommt man nur noch blöde Leihspieler. Aha. So, die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas drin ist, was man gebrauchen kann, ist super unwahrscheinlich, weil man kann sie ja nicht verkaufen. Die Spieler, ich kann sie dann maximal für Squad Building Challenges verwenden. Aber komm, es sind 3 selten. Come on, Baby, gib mir was Geiles, gib mir was Geiles. Come on! Aber wie gesagt, das ist so unwahrscheinlich, weil es bringt mir jetzt nichts irgendwie. Na klar, wieder eine Inform. Was ist es? Nee, oder? Ach du Scheiße! Ich habe nicht ernsthaft einen Inform Neymar gerade gezogen. Das ist nicht der Ernst. Das ist nicht der Ernst. In einem untauschbaren Set. Wäre er tauschbar gewesen, hätte ich ihn auf jeden Fall verkauft. Wir gucken, was er wert ist. Ne, Moment, ich muss mal ein Bild machen für einen Freund. Ach ja, das ist im Übrigen, wenn man jetzt, ja doch, es ist die beste Karte, die ich je gezogen habe in kompletten FIFA. Die teuerste Karte, die ich je gezogen habe. Es ist zwar scheiße, dass es eine untauschbare ist, aber das ist jetzt Jammern im absolut hohen Niveau. Ich werde jetzt logischerweise mir dann demnächst mein Serie A-Team verkaufen. Und mir wieder ein. Fuck, Mann, hätte ich nur League A gespielt, oder? Hätte ich nur League A gespielt. Ich werde mein Serie A-Team verkaufen und werde mir ein League A-Team wieder bauen, weil. Ach, scheiße, jetzt habe ich es nicht fotografieren können. Naja, ist egal, machen wir jetzt hier ein Foto. Weil den Spieler muss man natürlich spielen, sollte klar sein. Krass, krass, krass. Ich muss das mal ein Bild machen für einen Freund, der es auch spielt im Moment. Das ist heftig, ey. Schreib noch unten drunter, leider nur untauschbar. Ach du Scheiße, aber da habe ich jetzt erstmal einen geilen linkes Mittelfeld, wenn ich dann. Ach man, ich habe aber auch gerne Perisic gespielt, muss ich zugeben. Aber egal, ich werde wie gesagt Bundesliga auf jeden Fall behalten. Was auch eine Option wäre, wäre Brasilien, aber ich glaube, Brasilien hat nicht so viel Material, dass es Sinn macht, ein Brasilien-Team zu bauen. Aber ich gucke mir mal die Spieler an, die Brasilianer, mal gucken, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Alter, ist das heftig! Mit Abstand, mit absolut Abstand, die beste Karte, die ich je gezogen habe in FIFA. Die ist logischerweise mehrere Millionen wert. Scheiße, dass man die nicht. Aber was hat denn der für Werte?
Antritt, Sprintgeschwindigkeit, Stellungsspiel 94, Abschluss 93, Schusskraft 83, Fernschüsse nur 80? Das ist überraschend schlecht. Übersicht, Flanken, Freistoß, Präzision, kurzer Pass, langer Pass, Beweglichkeit, Balance, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, Ruhe, Ausdauer 85, richtig krank. Ja, werde ich ihm für einen Chemistry-Style geben. Er braucht kein Tempo mehr für mich, also für mein Spiel. Ich denke, dann gebe ich ihm Maestro wieder. Dann werden nämlich auch die Fernschüsse um 10 geboostet. Pass, wobei Dribbling brauchen wir ja eigentlich gar nicht boosten bei ihm. Balance ist halt ein bisschen schlechter, aber eigentlich braucht man nur schießen und passen. Aber ich glaube, wenn ich ihm Deadeye gebe, wird halt Schuss nicht, also wird Fernschuss, glaube ich, nicht um 10 geboostet. Naja, muss ich mal gucken. Ich muss ja auch erstmal ein Team darum bauen. Jetzt spiele ich erstmal weiter. Wahrscheinlich wird es dann auch erst zur nächsten Weekend League passieren. Ich bin baff, ich bin einfach nur krass. Aber ich kann, glaube ich, jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? An Verein gesendet, macht nichts. Ich kann, glaube ich, eh nicht so. Kann ich so nachschauen, einen Preisvergleich machen? Nee, es geht nicht, weil man ihn nicht verkaufen kann. Na, ich muss jetzt trotzdem mal nachschauen, was der Wert ist. Das ist ja einfach nur gestört. Inform. Und ihr habt gesehen, ne? Das sind meine Emotionen. Ich raste halt nicht aus und zerstöre Monitore, nur weil ich mal Inform Neymar ziehe. Ich freue mich natürlich trotzdem sehr. Hätte mich wahrscheinlich noch mehr gefreut, wenn ich ihn hätte verkaufen können, weil ich glaube, ich hätte ihn lieber verkauft. Und mir mein Serie A-Team und mein Bundesliga-Team weiter aufgebaut, als auf Liga A zu wechseln, um Neymar zu spielen, weil er ist halt auch ein linker Flügel. Da wird vielleicht nicht so spielentscheidend sein. Oh, Glove können wir gut gebrauchen. Ja, wir packen eh alles in den Verein, weil wir können ja davon nichts verkaufen. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur total gestört geil. Bester Spieler, den ich bisher gezogen habe. Das ist ja quasi wie ein Ronaldo halt. Also in vom Neymar ist ja quasi wie ein Ronaldo. Wir gucken, was er normalerweise kostet. Ach so, die Inform ist ja schon besser als Team of the Group Stage. Das ist ja quasi schon eine Second Inform. Ach du Scheiße, 94er Neymar. Und der kostet trotzdem nur 1 Million? What? Wieso kostet der nur 1 Million? Ich meine, es ist auch gerade der billigste und der wird auf jeden Fall steigen, aber. Ah, es gibt noch einen für 1 Million. Er kostet nur ungefähr 1 Million? Ich bin enttäuscht. Aber trotzdem glücklich darüber, dass. Ach, das hier ist. Das hier müsste ein. Na. Wants to watch sein, deswegen ist das so viel teurer. Alter, ist das krass krank, ist das krank. Okay, bald spielen wir mit Inform Neymar und dann halt noch ein paar anderen geilen Spielern. Ich muss jetzt erstmal meine ganzen Calcio A-Spieler verkaufen. Um mir dann was Geiles zusammenbauen zu können. Oh. Alter, ist das geil. Aber vielleicht baut ihr auch ein Brasilien-Team, aber nur wenn es genügend geile Brasilianer auf den Positionen gibt. Heftig, Jungs, heftig. Da kann ich den jetzt, solange ich den nicht spiele, auf jeden Fall erstmal als Einwechselspieler verwenden. Statt Elionussi. Ist das heftig. Ich glaube, ich gebe ihm erstmal keinen Chemistry-Style, bevor ich nicht nachgeguckt habe, was die machen. Alter, ist das krass. Eieieiei. Ach so, jetzt ist er wieder ganz hinten, ne? Das war mir zu lang. Moment, wir machen's. So. Alter, ist er. Krass, krass, krass. Inform Neymar gezogen. Aus einem untauschbaren Set. Krank. Einfach nur gestört krank. Wie viele Maestro haben wir denn? Aber eigentlich, nee, das wäre jetzt Verschwendung. Wir haben nur noch einen Maestro. Nee, wir warten einfach ab und. Ach du Scheiße. Inform Neymar. Wir haben jetzt leider keinen Lacazette mehr in der Liga. Mal gucken, ob wir da mit Cavani dann spielen müssen im Sturm. Aber ich glaube nämlich, Brasilien hat auch keine. Ein Stürmer, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Inform, oder es ist ja fast schon eine Second Inform. Es ist nur die Inform, aber da es halt schon Team of the Group Stage gab, ist es quasi Second Inform. Ja. Das hat sich mal gelohnt, dieses Nicht-Tauschen. Alter, wisst ihr, wie gering die Wahrscheinlichkeit dafür ist? Ich werde mich jetzt überhaupt nicht aufs Spiel konzentrieren müssen, weil ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, wie krass dieser Pull, wie man heutzutage sagt, war. Wie gesagt. Es wäre 1 Million, ich hätte echt gedacht, es wäre mehr wert als 1 Million, habe eher so an 2 Millionen gedacht. Aber ich glaube, ich hätte ihn auch verkauft und mir dafür Spieler für die Calcio A geholt. Aber gut, bei einer untauschbaren
Neymar-Karte kann man natürlich jetzt, da muss man sich ein Team drum aufbauen. Schade, halt, ich würde halt gerne, wie gesagt, es ist total jammern auf großem Niveau, ne, auf hohem Niveau. Ich würde halt total gerne mal, hätte gerne mal so einen krassen Stürmer. Aber zum Beispiel ein normaler Aguero hätte ich mir auch jetzt ein Premier League Team gebaut. Hätte halt gerne einen krassen Stürmer, aber weil die Außenmittelfeld Position, die sind logischerweise nicht so gefährlich. Klar, ich könnte mir jetzt die Mühe machen und mir einen schnellen Stürmer suchen, den ich als linken Mittelfeldspieler dann spielen kann. Das würde natürlich gehen. Und dann immer in-game wechseln auf Neymar Sturm und den interessanten Stürmer auf LM. Aber ich habe immer keinen Bock. Ich mag das einfach nicht. Diese Wechselei immer am Anfang des Spiels. Deswegen. Deswegen mache ich das wahrscheinlich nicht. Also, es sei denn, ich finde keinen passenden Stürmer für mich. Dann würde ich es machen. Aber ich glaube, das wird schon irgendwie klappen. Wie gesagt, Cavani ist, glaube ich, ganz geil dieses Jahr. Müsste es auch schon als Info geben. Hat natürlich den Vorteil, dass jetzt wieder ja mit einem Teamspiel oder mit einem Ligaspiel, was ich auch schon letztes Jahr gespielt habe, oder letzte Saison. Und Scheiße. Und dass man jetzt wieder diesen Spaß hat zu gucken, welche Spieler funktionieren, welche nicht. Ich meine, ist auch manchmal ein bisschen nervig, aber es macht auch Laune. Oh, ich wollte eigentlich direkt passen. Foul, nice. So, jetzt konzentrieren wir wieder ein bisschen, reden wieder ein bisschen weniger, weil ich merke schon, dass ich mich ablenken lasse, aber es ist halt einfach. Ich habe Info Neymar gezogen. Fuck man, es ist quasi eine Second Inform, weil es schon Team of the Group Stage Neymar gibt. Das darf man halt auch nicht vergessen. 94er, ja, wie gesagt, beste Karte, die ich jemals fest gehabt habe, beste Karte, die ich jemals fest spielen werde, beste Karte, die ich je aus den Packs gezogen habe. Krasse Parade von Radecki. Muss er, denke ich, flach schießen und da ist das Ding drin. Krasse Parade von Radecki. Oh mein Gott. Die war ja noch krasser als die erste. Jetzt konzentrieren wir uns mal, dass der Gegner auch in der Lage ist, solche Paraden auszupacken. Oder eben einfach Tore frisst. Schöner Pass von Alaba. Muss ich mal ein bisschen mich raffen hier. Das gefällt mir gerade nicht, wie es hier läuft. Inform Neymar müsste dann ja auch die beste Karte auf der Position sein in der Liga, glaube ich. Radecki hält ja gerade einiges. Ach, es gefällt mir nicht, wie es läuft. Gegner ist bis jetzt besser. Ja, es ist leider absolut verdient. Fuck, Mann. Ich wechsle mal aufs 4-1-2-1-2. Ich habe gesagt, ich werde jetzt verlieren, weil ich einfach zu abgelenkt bin. Durch diesen krassen Bull. Inform Neymar, Alter. Ob ich das in den. Ne, ich werde nicht direkt reinschreiben in den Namen, dass ich Info Neymar gezogen habe, sondern sowas im Sinne von bestes Karte, die ich jemals aus dem Pack gezogen habe. Da werden die meisten aber wahrscheinlich erstmal denken, es ist wieder ironisch gemeint.
Das blöde Gefühl, die Formation funktioniert nicht besser. Wobei. Wieso lässt sich denn hier Origi den Ball abluchsen? Aber okay, er holt sich den wieder. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Schön gemacht. Ach, schade. War kein Foul? Krass. Hätte gedacht, es wäre ein Foul. Aber es steht 1-0 und ich glaube, es läuft doch besser mit der neuen Formation. Ist noch alles drin. Inform Neymar. Oh Gott. Und ich sag vorher noch, ach, die Wahrscheinlichkeit, jetzt in so einem Pack eine Karte zu ziehen, die man braucht, ist so gering, weil sie ja nicht tauschbar ist und bla bla bla. Und dann ziehe ich eine Karte, die so krass ist, dass ich sie zwar gerade eigentlich nicht richtig benutzen kann, außer halt als Wechselspieler, aber im Endeffekt so gut ist, dass ich mir ein Team drum aufbauen muss. Fuck! Kein Foul? Okay. Ach, Kimmich, klasse. Das ist halt echt verdammt eng in der Mitte. Ja! Nice! Krass! Viel besser mit der Formation. Krieg dann absolut verdientes 1-0 gemacht, aber ich glaube, wir machen jetzt auch absolut verdientes 1-1, obwohl er am Anfang so viele Chancen hatte. Die hat er jetzt nicht mehr gehabt. Ich glaube, er spielt auch auf Defensiv. Serge Gnabry. Fuck! Ach, Ginter, Mann! Das war sein Ding wieder mal.
Weil halt einfach wieder die scheiß Pace dominiert hier. Er rennt halt durch. Ginter zu langsam im Kopf oder wie auch immer. Aus dem Nichts quasi der direkte Führungstreffer wieder nach dem Anstoß. Sowas nervt halt, ey. Sowas nervt einfach nur. Och, und wir schaffen es natürlich nicht. Wir haben nicht das nötige Glück. Aber egal, wir haben noch Zeit, komm. Und wenn nicht, wir haben gut gespielt. So, wir können langsam mal wechseln. Wir können Neymar halt auch schon mal viel eher wechseln. Nehmen wir natürlich in den Sturm rein. Komm, Neymar, mach's direkt geil. Was hatten wir eigentlich für Sterne? What? 5 Sterne auf dem schwachen Fuß, geil! Das ist ja nice, wusste ich gar nicht. Ich bin jetzt auch nicht so der ausgesprochene Neymar-Fan oder so. Gemacht. Ach, Raffi, das war halt wieder so ein Ding, wenn er das macht, ne, wird er zum Held, aber ich habe halt schon, ich muss einfach immer ehrlich sein, ich habe schon wieder das Gefühl, Second In vom Raphael schafft es nicht, sich durchzusetzen gegen Arangis. Zweiter Tor Gnabry. So, und jetzt bitte nicht direkt wieder den Führungstreffer vom Gegner. Ich gehe diesmal nicht auf defensiv, sondern mal auf ausgeglichen. Aber ich glaube, es war Vorlage, Raphael. Das ist schon mal schön. Ich weiß gar nicht, wer die erste Vorlage gemacht hat, aber ich glaube, das war Raphael. Es lohnt sich echt zu versuchen, den auf den rechten Fuß zu legen bei Gnabry. Da ist einfach so gut der Schuss. Oh, fuck! Falsch antizipiert! Glücklicherweise macht er selber dann den Fehler. Der Pass war leider sehr schlecht von Alaba. Oh, da hätte Gnabry echt seinen Dreierpack machen können. Das wäre krass gewesen. Scheiße, wir hätten jetzt sogar in Führung gehen können. Oh, zum Glück. Danke, Radecki. Ah, der hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, das haben wir gerade ultra riskant gespielt. Es ging zum Glück nicht in die Hose. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Nein! Muss denn dieser Ballverlust sein? Das hat er zum Glück nicht gut gemacht. Ra!
Raphael. Yo, my man. Also, ich muss ja ganz ehrlich sein. Ich glaube, er setzt sich durch gegen Arangis. Boom! Vorlage! Ultra wichtiges Tor in der 90. Minute. Und was für eins! Und was für eins! Nice! Wir lagen zweimal hinten und drehen das Spiel. Nice! So muss man spielen. Sehr geil. Schön getrippelt. Das lässt sich logischerweise auch gut, wenn man 99 Dribbling hat. Und dann knallt er den einfach rein. Sehr geil. Alles klar, wenn man mit Neymar an der Seite spielt, dann dreht man einfach durch. Boom! Alter, was für eine Aufnahme. Info um Neymar gezogen. Und dann dreht Raphael durch. Sehr geil. Jetzt gucken wir mal auf die Paraden von... Oh, 12 Paraden von Radecki. Es ist eigentlich trotzdem kein verdienter Sieg für uns. Ein Unentschieden wäre deutlich gerechter. Verlängerung. Tore. Zweimal Gnabry, einmal Raphael. Vorlagen. Einmal Raphael, einmal Tolisso, einmal Gnabry. Gnabry macht schon wieder 3 Scorerpunkte. Wir können ja mal nachgucken, wie die Scorerwerte von Gnabry aussehen. Gucken, ob mein Freund schon geantwortet hat auf meine Nachricht. Leider nur untauschbar. Was für ein Pack war das denn? Das war ein Belohnungspack für... Ach Moment, ich muss mal zwei Hände nehmen. Belohnungspack für 10 gemachte Spiele. Also die Wochenbelohnung. Goldpack 12 Karten, 3 selten. Also nichts Besonderes. Und wie gesagt, untauschbar. Na? Untauschbar, deswegen verkaufe ich jetzt mein Calcio. Ich meine, ich könnte ihn auch als Wechselspieler nehmen, aber es wäre natürlich total verschwendet. Ich glaube, jetzt mein Calcio A-Team und baue ein Ligo 1-Team mit ihm. Ach komm, wir machen noch ein Spiel. Eieiei, wie crazy, Alter, wie crazy. So, ich glaube, es kommt ja erstmal kein neuer Torhüter. Alaba macht ein gutes Spiel. Ich überlege aber ehrlich gesagt, ob ich auf Shadow wechsle, weil ich bin nicht so richtig zufrieden mit ihm, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube, er würde sich mit Shadow besser spielen. Vielleicht mache ich das auch jetzt einfach. Ich meine, dann habe ich vielleicht ein bisschen Geld verschwendet, wenn ich doch wieder auf Anchor zurückwechseln sollte, aber mein Gefühl sagt mir, er funktioniert mit Shadow deutlich besser. Hä? Hatte ich nicht doch... Ich war mir eigentlich sicher, dass ich noch ein Shadow habe. Okay, dann lasse ich es logischerweise erstmal, bis ich wieder Shadow habe, aber ich hätte schwören können, dass ich ein Shadow hatte noch. Krass. So, 8 Spiele, 6 Scorerpunkte und 4 Tore. 40 Spiele und nur 44 Scorerpunkte. Hat ein bisschen nachgelassen. Aber gut, wir müssen auch ein paar Spiele abziehen, weil die 40 Spiele, die passen da nicht ganz. Aber okay. Krasses Spiel gerade. Inform Neymar gezogen. Oh, geil. Der schon eine Wertigkeit hat von dem Second Inform. Ich hoffe, Neymar bekommt keine... Ich hoffe, Neymar bekommt keine... Ach, ich habe keinen Bock, gegen den zu spielen. Komische Trikots. Bekommt keine weitere Info. Ich möchte einfach den besten Spieler auf der Position haben. Vielen Dank. Inform Neymar. Inform. Und wie gesagt, beste Spieler, den ich jemals überhaupt gezogen habe. Und man kann natürlich sagen, von der Wertigkeit, er ist zwar nicht so viel wert, glaube ich. Ich glaube, Ronaldo ist mehr wert. Aber von der... Von der Wertigkeit her ist er halt wie ein Ronaldo, 94er halt. Also er wird wahrscheinlich sogar noch seltener gezogen werden können als ein Ronaldo, weil er ja eine Inform ist.
Und von daher, also krasseste. Boah, krass. Und dann in so einem kleinen Pack, ey. Sehr geil. So, wieder mal der 90er. Oh, da hat jemand den Glory Origi, indem er da einfach Belgier davon hat. Der stellt natürlich um. Ach du Scheiße, ey. Ist das krass. In von Neymar gezogen. In von Neymar gezogen. Eieieiei. Sehr geil. Haben nur noch 8 Spiele, vielleicht schaffe ich ja wirklich jetzt alle am Samstag. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, auf was für eine Formation da gegangen ist, aber ich tippe mal auf 4-1-2-1-2. Tick tiefer, ein Tick weiter links, und das Ding ist drin, ne? Ah, hat auch im Spieler ausgetauscht. Nicht mit dem Caddy, ja? Caddy ist immer ein Mann. Ein Mann ist immer am Start, das wollte ich sagen. Schöner Schuss, wie gesagt, Schusskraft über 90, Distanzschuss 79 oder so. Was macht der denn? Und oh! Traumparade, Courtois! Okay, dieser macht es nicht wieder. Vielleicht noch schlau so. Oh Gott, war. Okay, jetzt hat er hier also mal das Spiel seines Lebens. Also bis jetzt kommt mir der Spieler echt schwach vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kann sich natürlich ändern. Na also, es wurde aber auch Zeit. Sich ja mehr als angedeutet. Schönes Tor von Brozovic, ich glaube, Icardi Vorlage, oder? Nicht mal flach geschossen, Alter, das war auch wieder komplett dumm von Courtois, war denke ich haltbar dabei. Er also dreht sich ja quasi weg bei seiner Parade. Ja, Gegner spielt einfach total schlecht. Ich gehe auch davon aus, dass er bald abbricht, wenn ich ehrlich bin. Generell waren dieser Weekend League echt viele Abbrecher. Schön flach ins lange Eck. Auswärtssieg hoffe ich mal. Wird den hinbekommen. Boom. Ich denke, beim dritten Tor bricht er ab. Also zumindest, wenn wir es schaffen, das in der ersten Halbzeit noch hinzukriegen. Macht nicht das Foul, da wäre es relativ frei durch gewesen. Das war wieder mal komplett dumm.
Schade. Hätte nicht ins Laufduell gehen sollen. Oder es hätte das Laufduell abbrechen müssen. Was mache ich denn? Jetzt wäre ich ein bisschen leichtsinnig. Tunnelt. Psst. Viel zu spät geschossen, aber gut mit Bailly, ne? Innenverteidiger. Okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Glück. Danke für diesen krassen Stellungsfehler. Danke für dieses... Oh. Philippe Andersson hat einen Tick zu spät passen wollen. Also er hat auch noch einen Ballkontakt gehabt, bevor er dann den Pass auswählen wollte. Sonst wäre er nämlich sehr geil gekommen. Das war aber auch nicht gut ausgeführt. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Glück. Aber ich meine, es ist natürlich trotzdem verdient, dass wir hier führen, auch 2-0. Gute Parade. Oh oh. Oh oh. Leider ein Anschlusstreffer. Habe ich gar nicht richtig mitbekommen, dass er so alleine durchrennen kann. Aber das war dann wohl irgendwo ein Stellungsfehler drin. Was der merkwürdige Jubel soll, verstehe ich auch nicht. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht noch durch Arroganz irgendwie ein Spiel verlieren. Was ist denn jetzt schon wieder los? Zum Glück spielt das schlecht aus. Ich glaube, ich muss dann erstmal eine Pause machen nach dem Spiel. Das Gefühl, meine Konzentration lässt nach. Mann! Wir müssen schon lange das dritte schießen hier. Gemacht mit Perry. Interessante Grätsche. Das hätten wir, also, ja, es müsste eigentlich noch zu Null stehen. Das haben wir nicht gut gemacht, dass wir hier noch einen Anschlusstreffer kriegen. Und jetzt haben wir auch nicht den Abschluss, den Abbruch provozieren können. Rage Quit. War nicht gut verteidigt. Haben wir Glück, dass er dann nicht nochmal rechtzeitig weglegt. Ja, einfach in die Mitte legen und ein Tor schießen. Das war wieder zu eigensinnig. Scheiße.
Ja, klar. Ganz böse. Schwarze Karte. Scheiße! Zu viel Rumgeeier. Stellungsfehler bei mir. Nutzt das zum Glück nicht aus. Haben wir Glück, dass es nicht 2-2 steht. Das wäre zwar immer noch unverdient, aber ich spiele es einfach gerade beschissen aus. Na also, Perisic, schöner Dropkick, was geht denn, Digga, was geht? Sehr schön. So muss es sein, 3-1, und das ist auch der Deckel, Mann. Und es hätte 2-2 stehen können, haben wir echt Glück gehabt. Boom. Ach, schade, und bald, stimmt, wir müssen jetzt auch die Spiele mit der Calcio A genießen. Bald haben wir keinen geilen Icardi mehr. Ach, das ist ja auch scheiße schon wieder, fällt mir gerade ein. Weil dadurch können wir ja gar nicht mehr unsere Foot Champions Karte nehmen. Ich glaube, wir haben keine aus der Liga, keine interessante. Und Icardi war schon nicht schlecht, dass wir die als Foot Champions hatten. Tja, nochmal genießen, ne? Ich meine, muss mich dann ja auch erstmal einspielen mit der neuen Mannschaft. Kein Philippe Andersson mehr. Oh. Kein Khedira, auch traurig. Eigentlich viele traurige Sachen. Na, jetzt ist er aggressiv, hat er keinen Bock mehr. Oder ist halt einfach angepisst, keine Ahnung. War klar. Haben echt lange keine Tore machen Ecke gemacht. Waren wir in der Bundesliga, die ja eigentlich kopfballgefährlich ist. Drei, drei, wir machen es noch mal spannend. Fuck. Aber ich merke auch, wie meine Konzentration komplett nachlässt. Ich muss auch mal eine Pause machen, was essen und zu neuen Kräften kommen. Das merke ich gerade. Oh, Idiot! Vorteil laufen lassen! So ein Trottel! Können wir eigentlich auf Zeit gehen? Ich habe keinen Bock auf Zeit. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Das war ein interessanter Pass auf jeden Fall. Zum Glück schlecht gemacht von ihm.
Oh nein. Krass. Tja, wir werden doch dafür bestraft, dass wir nicht auf Zeit gehen. Absolut unverdient. Wird mir wieder eine Lehre sein, dass wir in Zukunft wieder auf Zeit gehen. Stellen wir mal Neymar ein. Oh, wir haben Neymar hier noch nicht drin. Ich Idiot. Ich Trottel. Dann eben ohne Neymar. Das sind auch zwei gute Einwechselspieler. Ich bin echt in die Verlängerung. Fuck. Fast hätte er noch ein Tor gemacht, wir hätten nicht die Verlängerung gemusst, weil wir verloren hätten. Ey, das Spiel dürfen wir nicht verlieren. Punkt. Foul. Was für eine Aufnahme, schon wieder in Form Neymar, Raphael Spiel gedreht, zweimal in Rückstand, hier 2-0 geführt, 3-1 geführt, oder 3-2, ist auch egal, 3-1 geführt, Gegner gleicht aus, wir schießen in der 90. noch das vierte Tor und gewinnen, krass, Alter, was für eine geile Aufnahme, geilste Aufnahme ever in FIFA 18, also best in FIFA 18 würde ich sagen, wahrscheinlich würde ich auch nicht mehr geschlagen. Sehr geil! Oh mein Gott! Und jetzt machen wir erstmal eine Pause. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal mich dann auch schon ein bisschen fertig machen für meine Feier, auf die ich heute Abend gehe. Das heißt, duschen, essen. Und dann habe ich sogar noch Zeit. Ich habe sogar noch Zeit. Wie spät ist es? 5:45. Vor um 8 wird es nicht losgehen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele haben wir noch. Aber wenn ich Glück habe und mich ein bisschen beeile mit Essen und Duschen, dann schaffe ich sogar noch die restlichen Spiele. Und ich denke, nach Essen und Duschen bin ich auch wieder fit im Kopf. So, 2 Tore Brozovic, 1 Khedira. Hat mir nicht 4er. Ach ja, Perisic hat noch einen. Der ist sogar Man of the Match. Halt. Da, er ist sogar Man of the Match. Ich denke, er hat noch Vorlagen produziert. Er hat keine Vorlage gemacht. Icardi macht 2 Scorerpunkte. Brozovic macht 2 Scorerpunkte. Milinkovic, Savic schon wieder eine Vorlage. Alessandrini als Einwechselspieler eine Vorlage. Wir kommen gerade Schluck auf und trotzdem hat Perisic hier die Spieler des Tages abgegriffen. Paraden 2, 7, 4, 9. Ach, okay, es gibt 3 Spieler mit 4, 9. Alles klar. Schluck auf, fuck. Geil. Tja, das Team werden wir nicht mehr lange sehen. Ich werde bald ein anderes haben. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt mir die Zeit nehme und es jetzt mache. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Aber dann für die nächste Weekend League werde ich auf jeden Fall ein neues Team haben mit Neymar drin. Entweder Brasilien oder eben Liga A. Aber ich denke mal eher Liga A, weil ich glaube, Brasilien wird nicht jede Position geil sein. Wobei ich auf Brasilien echt mal Bock hätte. So ein Länderteam, das sieht man eigentlich gar nicht mehr. Früher, ich glaube so FIFA 12, FIFA 13, wahrscheinlich sogar noch FIFA 14. Da gab es so viele Brasilien-Teams. Also da war eigentlich Brasilien, ich will nicht sagen mehr als Premier League, aber wahrscheinlich an zweiter Stelle. 8 Spiele sind es noch, okay. Na gut, 8 Spiele werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Noch ein Sieg für Gold 3, das wäre schon mal geil. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Pax. Was für eine Aufnahme. Tschüss, tschüss.